Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch kein Ballettvideo im klassischen Sinn mitgebracht, sondern wir werden eine kleine Tanzchoreo machen, die die meisten von euch auch schon aus dem Unterricht oder sogar noch vom Tanzcamp kennen. Und zwar tanzen wir zu Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. Ich werde euch kurz die Choreo erklären und danach gibt es einen Durchlauf mit Musik. Okay, wir starten. Nach rechts mit dem Kreuzschritt. Wir haben Seit, Kreuz, Seit, Tap. Seit, Kreuz, Seit, Tap. Seit, Kreuz, Seit, Tap. Also dreimal. Und dann kurbeln wir mit den Armen dreimal. Es geht zurück. Seit, Kreuz, Seit, Tap. Seit, Kreuz, Seit, Tap. Seit, Kreuz, Seit, Tap. Jetzt kurbeln wir nur einmal und dann geht es tief. Wir bleiben tief und es geht rechts rück. Rechts, links. Rechts, wir wippen nochmal, links, rechts, links, wippen. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr sitzt auf einem Pferd und galoppiert. Und die Arme kommen noch hinzu und die sind sowieso zwei Schaufeln. Und in Kombi sieht das dann so aus. Okay, dann nehmen wir unseren Ellenbogen und schmeißen ihn von hinten nach vorne, so richtig mit Schwung. Und wir drehen unseren Oberkörper dazu, sind also immer im Profil. Genau. Das Ganze haben wir 7 Mal und dann gucken wir dann nach vorne. Jetzt haben wir einen kleinen Hüpfer nach rechts und wir wackeln mit den Armen und mit dem Popo. Nach links. Genau das Gleiche. Wieder rechts und links. Jetzt kommt nochmal der Kreuzschritt vom Anfang. Seit, Kreuz, Seit. Aber kein Tap, sondern ein Sprung und ein Klatsch. Zurück. Seit, Kreuz, Seit. Seit, Kreuz, Seit. Sprung. Letztes Mal. Jetzt folgen ein paar Hüpfer. Die kommen immer zum Refrain. Wir hüpfen, als ob wir über irgendwas drüber hüpfen. Nach rechts, nach links, nach rechts. Mit so einem kleinen Nachhüpfer. Genau. Und die Arme machen Folgendes. Die bleiben die ganze Zeit gestreckt und die Handflächen gehen immer entgegengesetzt sozusagen. In Kombi mit dem Sprung sieht es dann so aus. Okay. Danach kommt wieder der Anfang. Also wieder Kreuzschritt, Seit, Kreuz, Seit, Tap, zurück. Dreimal das Ganze. Und kurbeln. Wieder Kreuz. Und einmal kurbeln. Tief. Zurück. Wippen. Links, rechts, links. Unser Galopp mit dem Schaufelbagger. Und wir kommen vor. Vor. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt. Ich habe nicht so viel Platz. Ich bleibe also mehr oder weniger auf der Stelle. Kleiner Hüpfer. Wackel, wackel. Wackel, wackel. Kleiner Hüpfer. Wackel, wackel. Dann hüpfen wir einen Halbkreis und kommen dann sozusagen in der Diagonale wieder raus. Wir hüpfen. Aus der Diagonale haben wir zwei Achter. Zwei Achter. Bis wir zum anderen Ende kommen. Ich habe also auch wieder nicht so viel Platz. Bleib also mehr oder weniger auf der Stelle. Wieder mit diesem Sprung. Und wenn ich dann in der Ecke angelangt bin, gehe ich tief. Dann haben wir eine Welle. Und zur anderen Seite. Okay. Wir hüpfen jetzt einen kleineren Kreis. Und gucken wieder nach vorne. Wir haben jetzt Schritt nach vorne, Tap hinten. Zurück, vor, Tap, zurück, Tap, vor, Tap, zurück, Tap. Den Arm nehmen wir mit, den einen stützen wir ein, den anderen holen wir von hinten nach vorne. Vor, Tap, zurück, mit einem kleinen Schlenker. Vor, zurück. 4 Mal. Es folgt wieder der Kreuzschritt. Seit, Kreuz, Seit, mit Sprung. Seit, Kreuz, Seit, mit Sprung. Noch einmal.
ein letztes Mal. Wir haben wieder Sprung rechts, Sprung links, Sprung rechts, Sprung links. Jetzt haben wir noch eine kleine Variation drin mit den Armen. Und zwar stützt ihr die Arme so hinter den, oder die Hände so hinter den Hinterkopf. Immer im Wechsel. Das heißt, wir haben rechts, links, rechts, links. Und jetzt folgt noch der allerletzte Schritt, dann habt ihr es auch fast geschafft. Und zwar tappt ihr mit dem rechten Fuß und gleichzeitig schüttelt ihr so die Hände aus. So als ob die nass sind und ihr spritzt jetzt das Wasser so durch die Gegend. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 oben angelangt, drehen wir die Seite und es geht wieder runter. 5, 6, 7, 8, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt geht der rechte Arm hoch und wir haben eine kleine Endpose. Okay, das Ganze mit Musik. Geschafft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao!